Herzlich willkommen zur dritten Etappe der Tour of Malaysia. Sungai Siput nach Cameron Highlands, 137 Kilometer. Und ihr seht, heute ist die erste von zwei sehr, sehr schweren und rennentscheidenden Prüfungen bei der Malaysia-Rundfahrt. Also, wichtiges Rennen heute. Gregor Mühlberger immer noch im gelben Trikot des Gesamtführenden. Und ein Ergebnis, das muss ich natürlich nachreichen. Und zwar haben wir den Grand Prix de Murcia simuliert. Den habe ich simuliert. Dani Moreno konnte dort gewinnen. 16. wurde Dennis van Niekerk, war damit der Beste aus unserer Mannschaft. Und wir haben hier eine Attacke von Pogacenko. Eichler fährt hinterher, Daskewitz wieder und Martin Marskant aus der Sünair Bukha-Mannschaft. Und ja, Luis Mentis hat dort seinen Saisonauftakt gegeben. Er wurde 47. hinter seinem Teamkollegen John Lee Augustin. Also nichts Besonderes zu melden vor diesem Rennen. Alles easy, alles gut. Und wir haben also jetzt hier Attacken. Bester in der Gesamtwertung, das ist Markus Eichler. Er ist 9. mit 3 Minuten 39 Rückstand in der Gesamtwertung. Und will heute also, ja, vielleicht den Bergen aus dem Weg gehen. Er ist kein guter Bergfahrer und versucht mit einer frühen Attacke das Rennen umzukrempeln, umzuentscheiden, was ja durchaus nicht immer der schlechteste Weg ist. So, heute erste wichtige Etappe für Mihai Kudus. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir haben mehr oder weniger zwei Kapitäne, nämlich noch Zgabu Grimei, der auch ein sehr guter Bergfahrer ist, aber der hat sich gestern, beziehungsweise ich habe ihn versehentlich, selbst aus dem Rennen genommen. Hat gestern 5,5 Minuten verloren, jetzt hat er 9 Minuten 22 Rückstand, ist damit 61. in der Gesamtwertung, die wir uns ja mal kurz angucken können. Besonders unten wird es spannend. Dort haben wir jetzt also Grimei, auch Markus Eibegger, der Österreicher. 7,48 sein Rückstand. Und ich denke mal, damit sind die beiden schon raus im Kampf um den Sieg. Ja, wer sind denn die Siegkandidaten hier? Wir gucken uns nochmal die Liste an, wer hier noch so alles mit dabei ist. Amador natürlich, kein schlechter Mann am Berg. Genauso wie Gorka Izagirre ist nicht, sondern sein Bruder. Zakarin schätze ich auch stark genug ein. Fasanov, brauchen wir nicht drüber reden. Oder? Ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ion Izagirre, ebenfalls ein sehr starker Fahrer. Auch auf ihn muss man Acht geben. Dann haben wir Igor Anton mit dabei. Auch er kann es schaffen. Sikat würde ich nicht unterschätzen. Kudus natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ist ja von uns. Genies, wie gesagt, mein Top-Favorit. Oh, der ist nochmal am Berg einen Punkt besser geworden. Der ist mit 78 in die Rundfahrt reingegangen, hat sich verbessert. Und Mustre, ich wüsste gern, wie der in echt heißt, hat ebenfalls eine gute Chance. 76 Regeneration, 71 Zähigkeit, 70 in der Ausdauer und 70 im Kämpferwert. Das möchte ich euch nochmal nicht vorenthalten, weil ihr die Werte ja wieder nicht sehen könnt. Ist ein bisschen abgeschnitten. Ich glaube, aber ich habe mittlerweile, glaube ich, herausgefunden, dass das an YouTube liegt und nicht an mir. Denn ich verfolge momentan das Let's Play von dem lieben Herrn Gronkh zu Minecraft Life in the Woods. Und dort ist mir aufgefallen, dass bei ihm im Chat, wenn er schlafen gehen will und er kann es nicht, das soll ja bei uns in Minecraft auch schon mal vorgegangen sein, mit dem You only can sleep at night. Da ist auch der Text links ein bisschen abgeschnitten. Also scheinbar ist das ein YouTube-Fehler. Ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ist halt blöd, ne? Weil hier die ganz am rechten Rand die Zahlen, die könnt ihr leider nicht lesen. So, 4 Ausreißer an der Spitze. Markus Eichler, wie gesagt. Dann Martin Marskant. Pogacenko und Daskewitz sind also vorne. 3 Ausreißer also an der Spitze. Daskewitz scheint nicht sich an der Führung zu beteiligen. Auf das Plus kann ich leider nicht klicken, wahrscheinlich, weil ich niemanden in der Ausreißergruppe habe. Er wird also nicht sich an der Flucht beteiligen, sondern bleibt da hinten dran, ist wahrscheinlich nur als Aufpasser von Team Tirol mit da vorne dabei, damit Gregor Mühlenberger hier nichts zustößt in Sachen Gesamtwertung, denn Daskewitz ist nur ein paar Sekunden, 2 Sekunden hinter Markus Eichler. Also wenn die Gruppe durchkommt, dann hat Daskewitz eine gute Chance, hier auch ins gelbe Trikot
zu schlüpfen. Ich denke mal, das ist der Hintergedanke daran. So, Grimmel kann mal Flaschen holen. Grimmel wird natürlich dennoch ein wichtiger Helfer sein für mehr Havikudus. Das ist ganz klar. Rigurigui braucht heute gar nichts machen. Der kann sich heute einen chilligen Tag machen. Einfach nur ins Ziel kommen. Das reicht schon völlig. Und wir wollen natürlich heute etwas erreichen. Was ich auch nochmal nachgeguckt habe, ist, wir hatten in der letzten Folge ja das Thema Elkhaus und so weiter. Und dort habe ich ja vorgelesen, dass Thomas Rohregger irgendwas bei der Vuelta 2011 geschafft hat. Also da muss ich sagen, da hat die Seite, wie heißt sie? ProCyclingStats.com ein bisschen komisch informiert, weil da eben einfach nur Vuelta stand. Mittlerweile habe ich nachgeforscht. Thomas Rohregger wurde bei der 4. Etappe der Vuelta zum kämpferischsten Fahrer gekürt. Also er hat sie nicht gewonnen oder sowas, sondern er wurde zum kämpferischsten Fahrer der Etappe gekürt. Und das war die Etappe von Baza nach Sierra Nevada. Die hat Daniel Moreno für Team Katyusha gewonnen. Eine hügelige Etappe, also das kann man nochmal sagen. Team Elkhaus, ich möchte noch ein bisschen drüber reden, weil wir in der letzten Folge dann doch nicht so viel drüber geschnackt haben. Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Harald Totschnig möchte ich mir noch ein bisschen angucken. Der hat 2006... Was hat er denn da geschafft? 28. wurde er bei der Österreich-Rundfahrt, 15. bei der Tour du Sud, 65. bei Rund um den Henninger-Turm und 39. beim Giro del Trentino, alles im Namen des Team Elkhauses. 2007 ebenfalls für Team Elkhaus gefahren, wurde er 12. bei der Drei-Länder-Tour, 5. bei der 5. Etappe immerhin, 11. wurde er bei Rund um die Nürnberger Altstadt, ein Rennen, das es leider auch nicht mehr gibt. Dann bei der Deutschland-Rundfahrt wurde er bei Etappe 3 12. Und 39. in der Gesamtwertung. Was haben wir noch? Bayern-Rundfahrt wurde er 18. 40. bei Rund um den Henninger-Turm. 32. beim Giro del Trentino. Also kein schlechter Fahrer. Mit Sicherheit kein Top-Fahrer. Auch nicht vergleichbar mit Christian Pfannenberger. Aber ein ordentlicher Fahrer, der durchaus mithalten kann, auch bei großen Rennen. 14. wurde er beim Tour, bei der Tour Mediterran Grand Prix da, ne? 14. im Jahr 2008, ebenfalls für Elkhaus, und 2009 ist er auch für Elkhaus gefahren. Das war leider die letzte Saison, in der das Team existierte. Elkhaus Simplon, dort wurde er 5. bei der Tour de Seoul in Korea. Sachsen-Rundfahrt gab es damals noch, dort ist er 20. geworden. 35. bei der Slowenien-Rundfahrt, also keine großartigen Erfolge, muss man ja ganz klar sagen. 56. bei Rund um Köln. Dann ist er 2010 notgedrungen gewechselt, weil sich das Team aufgelöst hat, zu Team Tirol, wo er ja auch, hier im Spiel fährt er nicht mehr. 2013 hat er die Karriere beendet. Mal gucken, ob man da in Wikipedia vielleicht noch mehr Informationen rauskriegt. Wie heißt der? Harald Totschnig, nicht Georg Totschnig. Georg Totschnig werden ja viele noch kennen, wenn ihr euch jetzt fragt, irgendwie sagt mir der Name was, aber irgendwie auch nicht. Georg Totschnig für Team Gerolsteiner unterwegs gewesen. Sehr, sehr erfolgreicher Fahrer, hat auch mal eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Also daher wird euch der Name etwas sagen. So, die Ausreißer immer noch vorne. Fast 6 Minuten. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier so ein bisschen das Rennen einfach mal laufen lasse und ein bisschen nebenbei erzähle. Ich hoffe, es ist okay. Wenn es euch stört, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Dann weiß ich da Bescheid. Dann machen wir es so. Okay, Harald Totschnig. Seit 2000 fuhr Harald Totschnig Straßenrennen. 2005 wurde er Profi beim österreichischen Professional Continental Team. Team Elkhaus Simplon, 2010 wechselte er zu Tirol Radland Team. Nach der Saison 2013 beendete er seine Karriere als Radsportler und kehrte in seinen Ausbildungsberuf als Elektriker zurück. Zum Jahresende nahm er an dem Sportspektakel Rise and Fall teil. Harald Totschnig ist der Bruder des ehemaligen Radsportprofis Georg Totschnig. Na, wer hätte das gedacht? Oh, wir sind gerade durch eine Hochspannungsleitung gefahren. War das nicht lustig? Was ist das denn? Rise and Fall ist das zweite Studioalbum der deutschen Rockband Stanfor. Ich glaube, es ist ein falscher Sportspektakel. Nee, ich glaube, es ist ein falscher Link.
Wikipedia, da könnt ihr nochmal was ändern. Das ist nicht ganz richtig. 1974 ist er geboren in Kaltenbach in Österreich. Genau genommen im Zillertal. Gehört zum Bezirk Schwaz in Tirol. Ja, kurze Nebeninformation. Alter, was laber ich hier eigentlich? Kaltenbach. Kaltenbach ist echt cool. Kaltenbach wurde erstmals 1150 urkundlich als Kaltenbach erwähnt. Der Name weist auf die seit dem 6. Jahrhundert einsetzende Besiedlung durch die Bajuwaren hin. Der Ried, der Angler und der Kaltenbach sowie der Ziller bedrohten dieses Gebiet immer wieder durch Vermurungen und Überschwemmungen, was lange Zeit keine Entwicklung des Orts durch Landwirtschaft möglich machte. Ah, es ist ja echt blöd, ist ja das. Okay. Mit was schwätze ich euch da eigentlich gerade zu, mal ohne Spaß? Okay, wir gucken jetzt nicht nach Kaltenbach. Also Georg Totschnig. 2010, hat er denn da irgendwas geschafft? 20. beim Münster und Giro immerhin. 20. Österreich-Rundfahrt. 9. bei diesem Grand Prix in Judendorf-Straßengell. Den hatten wir ja schon vorhin mal bei der letzten Folge. Flèche du Sud wurde in der Gesamtwertung 5. Und 8. beim Istrian Spring Trophy immerhin. Keine Angst, ich vernachlässige das Rennen nicht. Ich guck hier, ich habe hier schon ein Auge drauf. Keine Sorge, ich habe hier schon ein Auge drauf. Gut, also das war Harald Tatschnik. Also Elkhaus, geiles Team. Ich guck gerade nochmal, bevor wir das vernachlässigen. Wer denn da in den darauf folgenden Jahren gefahren ist? 2006, wie gesagt, da habe ich meine Liebe zu diesem Team kennengelernt. 2007, Stefan Denefel. Aha, den kennt man doch auch irgendwo, ja. Stefan Denefel ist dort zum Team gewechselt. Ebenfalls Markus Eibegger, den wir hier auch im Procycling Manager schon gesehen haben. Jan Wallach ist dorthin gewechselt. Bartha ist gewechselt, also vom Team weg. Stefan Denefel, was hat der da so erreicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Pfannberger wurde österreichischer Meister. Das ist ja sehr, sehr schön. Stefan Denefel, glaube ich, war damals noch ein Nobody. Dann gucken wir mal, 2008 gab es das Team ja auch noch. 2008, Denefel, Eibegger, Frankhauser, Lauscher, Mura, Pichler. Steffen Radochler ist dorthin gewechselt. Und auch Björn Thurau. Na, die kennt man doch beide noch. Die kennt man beide noch. Auch Gerhard Trampusch, guter Bergfahrer gewesen. Auch der sagt mir noch was. Also die Mannschaft, Daniel Schorn. Aha, auch den könnte man noch kennen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Daniel Schorn, ich glaube, mittlerweile fährt er für... Den haben wir doch hier im Procycling Manager erst gesehen. Vor ein paar Etappen. War doch irgendwo am Start. Und dann 2009, also Matthias Brändle. Alter. Stefan Denefel, Markus Eibegger, Clemens Frankhauser, Georg Lauscher, Wolfgang Murer, Steffen Radochler, Stefan Rucker, Martin Schofmann, Daniel Schorn, Harald Staatzengruber, Jochen Summer, Björn Thurau, Harald Totschnig, Gerhard Trampusch und Jan Wallach. Das war also... Ihr müsst euch mal dieses Bild angucken von Harald Totschnig bei Pro Cycling Stats. Das ist so geil, da macht er so eine Boxerpose. Okay, gut, das war's jetzt auch zu dem Thema. Also, Elkhaus Simplon, ich musste es mal ansprechen. Es musste einfach mal angesprochen werden in diesem Let's Play. Es tut mir leid, vielleicht interessiert es viele nicht. Aber das sind Sachen, die müsst ihr einfach wissen, dass es dieses Team auch gegeben hat. Ja. So, hätten wir das geklärt. Sehr, sehr gut. Und ich verstehe bei dieser Stelle im Lied übrigens immer, ich ziehe dir den Nippel long. Ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie, ich habe da irgendwie, ja, seltsame Sachen, die ich da verstehe. Martin Maaskant. Zudem kann ich euch auch was erzählen. Das weiß ich sogar aus dem Kopf. Ich gucke aber trotzdem mal. War mal 4. glaube ich sogar bei Paris-Roubaix. Für Team Garmin. Jawohl, 2008 war das. Dort wurde er 4. bei Paris-Roubaix. Es wird mir gerade bestätigt. Also, ordentlicher Rennfahrer gewesen damals für Garmin. Aber irgendwie konnte er das nie wieder bestätigen, was sehr schade ist. Ist dann gewechselt zu Team United Healthcare. Also nicht direkt. Oder? Nee, doch, direkt. 2013 gefahren für Garmin. 2014 dann für United Healthcare am Start gewesen. Also, ja, Martin Maaskant, wie er ja heißt, konnte das leider nie wieder bestätigen. So, jetzt natürlich langsam die Frage.
Wie machen wir es? Jani Tewel, ich kann mich erinnern, ich glaube es war so, dass er auch schon im letzten Jahr eine sehr, sehr gute Performance hingelegt hat. So, jetzt erstmal Tekle Heimernot. Der soll jetzt mal als erstes vorfahren. Danach kommt dann Tewelde. Und bei Kudus ist es wichtig, dass er jetzt die Position gut beibehält. Dass er vorne fährt, dass er sich hier nicht lumpen lässt. Falls hier noch irgendwer angreift oder sowas. Oder irgendwas passiert, irgendeine Lücke reißt oder so. Kudus muss immer auf der Höhe des Geschehens bleiben. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, auf Tekle Heimernot legen wir keinen Wert. Ist mir egal, ob er dieses Jahr unter die Top 10 kommt. Es ist wichtig, dass wir versuchen, unseren Gesamtsieg mit Kudus zu wiederholen. Das ist unser höchstes Ziel. Und da muss sich alles andere eben hinten anstellen. Und da Tekle Heimernot jetzt in der letzten Etappe sowieso Zeit verloren hat, denke ich mal, ist das auch ein bisschen egal. So, Tekle Heimernot gibt jetzt hier richtig Feuer. Macht das Rennen schnell und schwer. Und vielleicht können wir den einen oder anderen damit so ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. So, ich würde sagen, bevor er sich völlig verausgabt, übernimmt mal Jani Tewelde. Tekle Heimernot hat das gut gemacht. Ordentlich Tempo gefahren. Jetzt also Jani Tewelde vorne. Und ihr ahnt es schon, auch Grimmay wird noch seinen Auftritt bekommen bei dieser Tempo-Hatzt, die das Team MTN Kubeka jetzt startet. Rigui, ja, der ist immer noch mit dabei. Kein schlechter Bergfahrer für einen Sprinter. Und wir gucken mal. Jani Tewelde macht das Tempo jetzt hoch. Auch Mühlberger ist noch mit dabei. Also auch er lässt sich hier nicht verarschen. Noch hält er gut mit. 1,48 haben die Ausreißer übrigens noch an Vorsprung. Auch das darf ja mal gesagt werden. Und Kudus ist für meinen Geschmack einen kleinen Ticken zu weit hinten im Feld. Er dürfte ruhig ein bisschen weiter vorne fahren. So ungefähr da, wo Mühlberger ist. Das wäre super. Also schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Tewelde kann ja mal ganz kurz das Tempo ein bisschen runter machen, bis sich Kudus entsprechend platziert hat. Wenn er es denn möchte. Ich hoffe, er möchte es. Es wäre besser, wenn er es möchte, ehrlich gesagt. So, jetzt pass auf. Mühlberger, Position einnehmen. Passt. Okay, Tewelde kann wieder loslegen. So, Grimmel kann auch mal hier die Position einnehmen. Und Tekle Heimernot ist schon ab. Ist schon abgegangen. Okay, gut. Ist schon weg, alles klar. Kein Ding. Dann hol du mal Getränke. Und Grimmel kann auch mal Getränke holen. Ganz, ganz... Oh ja. Ersten Attacken. Sousa greift an. Jen Yes. Und auch Cameron Meyer. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber auch der ist ein richtig guter Rennfahrer. Was mache ich denn da eigentlich? Das ist Quatsch, was ich da mache. So, Moser passt weiterhin auf Kudus auf. Tewelde fährt diese Attacke mal hinterher, mehr oder weniger. Wo ist Kudus? Das war so nicht geplant. Moment. Tewelde. Muss man ganz kurz warten. Jetzt kommt die Attacke von Farsanov. Natürlich rutscht einem da erstmal das Herz in die Hose. Aber Jani Tewelde fährt jetzt erstmal weiter Tempo. Was habe ich denn da gemacht eigentlich? Das war Quatsch. Okay, Tewelde fährt erstmal weiter Tempo. Viel Vorsprung haben die ja nicht gerade. Kudus. Na, viel Vorsprung haben die nicht, aber es reicht, um uns da so ein bisschen zu distanzieren, muss man sagen. Grimmel soll gleich mal nach vorne fahren. Mir gefällt das hier nämlich gerade gar nicht, was hier abgeht. So, Grimmel fährt jetzt nach vorne, um die Flaschen an Tewelde zu übergeben und wird dann auch gleich wahrscheinlich ins Tempofahren übergehen. Jawohl, jetzt also Grimmel vorne, Tewelde kann erstmal chillen, so einigermaßen. Und Kudus, wir müssen echt aufpassen, dass wir uns hier nicht selbst überfordern. Anton ist hinterher, wer ist denn Willmann? Auch ein ganz guter Bergfahrer, wahrscheinlich ein Talent. So, Grimmel, chill mal, chill, 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 chill. Das geht hier alles gar nicht. Das geht hier alles gar nicht. Anton greift an. Ja, wir haben jetzt die Attacken für unsere Gegner vorbereitet. So geht's natürlich nicht. Das klappt hier alles nicht so wunderbar, muss man sagen. Kudus, jetzt mal Vollgas. So, Grimmel jetzt. Nee, er ist nicht mit denen in einer Gruppe. Das ist hier scheiße, wie es läuft. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Grimmel, jetzt bist du vorne. Jetzt fahr auch. Jetzt fahr auch. Grimmel, also jetzt Vollgas bitte. Wir müssen die anderen da wieder einholen. Wir müssen die anderen da wieder einholen. Wir haben noch Moser mit in der Gruppe. Okay, den Rest haben wir mir schon mal abgehängt. Das ist schon mal gut. Aber wir haben halt hier vorne diese Gruppe. Die müssen wir einholen. Ist nicht unmöglich. Komm, Moser. It's your part.
Grimmel kann nochmal versuchen, Getränke zu holen. Wird jetzt eigentlich. Nee, komm, Kudus. Hol du selbst Getränke. Ist nicht schwer, ist keine große Gruppe. Geht schon. Muss er jetzt also vorne. Dahinter Kudus, der jetzt schauen muss, dass er hier irgendwie dran bleibt. Wird schwer, ja, wir merken's. Kudus. Oh, sorry, stimmt ja. Fuck. Das war jetzt doof. Der hat versucht, Getränke zu holen. Das ist natürlich Quatsch. Er sollte nur für sich Getränke holen. Moser hat ja. So, Moser bringt die Gruppen jetzt wieder zusammen. Kudus ist jetzt allerdings schon sehr, sehr angeschlagen. Muss man sagen. Komm, Moser, mach mal ein bisschen langsamer. Wir müssen da nur reinfahren. Wir müssen uns jetzt nicht totfahren. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Kudus und Grimmel sind immer noch mit dabei. Und das ist die Hauptsache. Man ja sagen. Ja, das ist scheiße, wenn man hier die ganze Zeit aufpassen muss, dass mein eigenen Kapitän nicht abhängt. Was soll das denn? Kudus muss hier dranbleiben. Gar keine Frage. Das ist super wichtig, dass Kudus hier drin bleibt. Aber das Tempo, das Moser anschlägt, ist Kudus scheinbar zu hoch einfach. Das muss man so sagen. Da ist halt dann auch die Frage, wer stärker ist am Berg, ob Kudus oder Moser. So, wen haben wir hier vorne? Wir haben Genies, wir haben Fasanov, wir haben Sousa, Meyer, Anton und Barbin ist hier ebenfalls mit drin. Über den haben wir auch nicht gesprochen, aber diese sechs sind jetzt natürlich absolute Favoriten. Immerhin, Isagire, den haben wir hier hinten, der hat angegriffen. Mustre, Sikard, also einige wurden schon abgehängt. Den ich ebenfalls Favoritenchancen ausgerechnet hatte. Einige wurden hier bereits abgehängt. So, mehr Havi Kudus. Vorne greift Gen Yes an. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt so, dass wir hier alle mitfahren. Grimmel kann nicht mehr. Komm, Grimmel braucht dann auch nicht mitfahren. Ist ja ganz klar, das macht ja keinen Sinn. So, Moser. Kurz mal auf Kudus warten vielleicht. Oh. 6 Kilometer sind es noch bis zum Gipfel. Und heute ist nicht unser Tag. Heute ist nicht unser Tag bislang. Wir können die hier noch einholen. Aber Genies und Cameron Meyer sind vorneweg. Wir können die anderen einholen. Die Gruppe um Igor Anton. Das ist auf jeden Fall drin. Willmann hält sich gut, muss man sagen. Der Norweger. Alter, jetzt Kudus, Mann. So, Moser ist drin. Was ist mit Mervi Kudus? Alter, Kudus. Der geht mir auf den Sack, ne? Vielleicht merkt man es gerade. Aber Mervi Kudus ist gerade... mehr Fluch als Segen. Moser ist vorne mit drin. In dieser Gruppe. Sehr, sehr angeschlagen, aber er ist mit drin. Kudus hingegen nicht. Komm, Grimmel, versuch du mal nochmal nach vorne zu fahren. Vielleicht schaffst du es ja. Kudus sehr, sehr angeschlagen jetzt. Noch 2,7 Kilometer bis zum Gipfel. Grimmel ebenso angeschlagen. Ist keine Hilfe mehr. Grimmel ist fertig. Da kommt Ion Isagire. Grimmel ist hier, Kudus vielmehr ist hier fertig. Moser ist noch vorne mit dabei. Also Moser macht hier auf dieser ersten Etappe einen besseren Eindruck als Mehavi Kudus. Muss man einfach so sagen. Und Ion Isagire ist jetzt mit in dieser Gruppe. Ich glaube, Igor Anton greift an. Sah zumindest so aus. Ne, er macht nur das Tempo hoch. Warum auch immer. Sein Teamkollege kommt von hinten und er macht das Tempo hoch. Genies und Cameron Meyer sind vorne. Dann kommt lange nichts. Dann Moser, dann Mehavi Kudus. Komm, Grimmel. Gib nochmal alles. Alles, was du hast. Moser. Immer noch hier vorne mit dabei. Mit Fasanov, mit Barbin, mit Igor Anton, mit Sousa. Dahinter Isagire, dann Grimmel und Kudus. Also Kudus-Tag ist es heute mit Sicherheit nicht. Das können wir schon sagen. Moser fährt wesentlich besser als Kudus. Zumindest heute. Ja. Also man muss auch ganz klar sagen, Moser ist auch in der Gesamtwertung besser. Jetzt momentan. Also man muss gucken. Vielleicht ist ja Moser den, auf den wir uns stützen sollten. Und eben nicht mehr wie Kudus. Das kann auch sein. Komm, Moreno Moser, probier's nochmal. Der kann's. Der ist ein guter Rennfahrer und der kann sich hier auch nochmal durchsetzen. Vorne entbricht jetzt natürlich der Kampf um den Tagessieg, letzter Kilometer, aber wir achten auf Moser. Es reicht, wenn wir uns dann das Ergebnis auf der Liste anschauen. So, was ist mit Kudus?
Der muss jetzt einfach Gas geben. Der muss jetzt Gas geben, den Schaden begrenzen. Moser ist vorne mit dabei. Und die Etappe geht wohl an Cameron Meyer. Cameron Meyer gewinnt vor Alexandre Genies. Also Orica Green Edge vor FDJ. Dann kommt Barbin. Nimmt uns wohl noch ein paar Sekunden ab. Dann Moreno Moser wird Vierter. Jawohl. Vor Fasanov, Anton und Sousa. Dann Isagire. Willmann zieht noch Kudus ab. Und dann Grimmey. Wer kommt dann? Mustre, Zakarin, Amador, Sika. Dann haben wir einen aus der Ausreißergruppe. Maga. Das gewillt. Kommt der Welde, kann auch nochmal angreifen. Ist nicht viel, was er hier gut machen könnte. Aber scheiß drauf. Sind die letzten Meter. Von daher schon okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur Siegerehrung wieder. Also bis dann. Hier nochmal der Sprint. Meyer vor Genies. Und wir schauen uns die Siegerehrung an. Also Glückwunsch an Cameron Meyer. Genies Zweiter. Dann Barbin macht keine Sekunden gegen uns gut. Moreno Moser wird Vierter. Gefolgt von Fasanov, Anton und Sousa. Dann kommt Ion, Isagire, Willmann und Kudus. 2 Minuten Rückstand auf Cameron Meyer heute. Während Moser 47 Sekunden verliert. In der Gesamtwertung. Damit jetzt also Cameron Meyer im gelben Trikot. Genies 8 Sekunden dahinter. Dann Barbin, Moser, Sousa, Fasanov, Anton, Isagire, Willmann und Merhavi Kudus. 2,5 Minuten beträgt sein Rückstand mit Zeitbonifikationen. Moser hat 1 Minute Rückstand. Wird schwer. Punktewertung führt weiterhin Krisano von Mühlberger und Michael Matthews. Da hat sich also nicht viel getan. In der Bergwertung führt jetzt Alexandre Genies vor Mühlberger und Tekle Heimanot. Okay, da gab es ja heute einen Ohr-Kategorie-Berg. Barbin jetzt in der Nachwuchswertung vorne vor Moser und Kudus. Gregor Mühlberger rutscht runter auf Rang 4. Also für den Mann aus der Tirol-Mannschaft nicht viel zu holen. Und in der Teamwertung, hey, dort führen wir vor Movistar und FDJ. Tirol Cycling rutscht runter auf Rang 7. Ja, und das war's von der dritten Etappe der Malaysia-Rundfahrt. Es fällt mir jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr schwer zu sagen, dass es gut verlaufen ist. Wir haben jetzt eine flache Etappe, relativ, und dann eine richtig bergige. Das Problem an dieser Ausgangsposition ist einfach, dass Moreno Moser kein Bergfahrer ist. Heute war er ganz gut, weil er über den ersten Berg mit drüber kam. Und am Hügel ist er halt wirklich stark. Und das hier war eben alles eher hügelig als wirklich bergig. Also ich finde es auch hier eine Frechheit, Ohr-Kategorie zu geben, wenn man hier erst die Kategorie gibt. Also das ist auch Schwachsinn. Malaysia-Rundfahrt-Bergwertung ist einfach für den Arsch, muss man einfach sagen. Ja, Moser ist am Berg auf jeden Fall nicht in der Lage, Meyer und Genies zu schlagen. Das wäre eine Riesenüberraschung. Auch gegen Igor Anton wird es schwer. Kudus wäre da vielleicht schon eher in der Lage, denn er ist am Berg doch mit 74 einen Ticken besser. Aber er ist halt in der Gesamtwertung jetzt schon weiter hinten. Nämlich 1,5 Minuten. Also ich würde sagen, wir haben jetzt tatsächlich den Teamkapitän Moreno Moser, der hier sich rauskristallisiert. Tja, ist natürlich ein guter Allrounder. Allrounder, es kommt ihm zugute. Und das merkt man eben. Kudus ist sehr eingeschränkt. 74 hat er am Berg, 72 am Hügel, aber wenn man sich so Werte anguckt wie Ausdauer, Zähigkeit, Regeneration, da ist halt nicht viel. Da wird's schmal. Naja, mal gucken. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, dann erstmal flache Etappe, relativ. Und dann geht's hoch in die Genting Highlands und das wird dann wohl wahrscheinlich das Rennen entscheiden. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ist auf jeden Fall eine schwierigere Malaysia-Rundfahrt als in der letzten Saison. Ganz klar. Aber das war von vornherein eigentlich klar. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns zur nächsten Etappe wieder. Bis dann.